Lewis Carroll, Alice im Wunderland, Kapitel 5, Ratschläge eines Raupentiers. Alice reckte sich auf Zehenspitzen und spähte über den Rand des Pilzes und ihr Blick traf sogleich den eines großen blauen Raupentiers, das oben aufsaß, mit gekreuzten Armen, bedächtig eine lange Wasserpfeife rauchend und weder sie noch irgendetwas sonst auch nur im geringsten beachtete. Das Raupentier und Alice betrachteten einander eine Zeit lang schweigend. Schließlich nahm die Raupe die Wasserpfeife aus dem Mund und sprach sie mit einer matten, schläfrigen Stimme an. Wer bist du? Das war kein ermutigender Beginn für eine Unterhaltung. Alice antwortete ziemlich zaghaft. Ich weiß es kaum zur Zeit, Sir. Jedenfalls weiß ich, wer ich war, als ich heute Morgen aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem mehrmals verwandelt worden sein. Was meinst du damit? Sprach das Raupentier unbewegt. Erkläre dich. Mich erklären? Ich fürchte, das kann ich nicht, Sir, denn sehen Sie, ich bin nicht ich selber. Das sehe ich nicht. Ich fürchte, ich kann es nicht klarer ausdrücken, denn ich kann es selber nicht verstehen. Das ist das eine. Und an einem Tag so viele verschiedene Größen zu haben, ist sehr verwirrend. Ist es nicht? Nun, Sie haben es vielleicht bis jetzt noch nicht so empfunden, aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln müssen, und eines Tages werden Sie das ja, und danach dann in einen Schmetterling, dann dürfte Ihnen doch wohl ein ganz klein wenig komisch zumute werden, nicht wahr? Kein bisschen. Nun, Ihre Gefühle mögen ja vielleicht anders sein, aber ich weiß nur, das zu erleben wäre sehr komisch für mich. Dich, sprach das Raupentier verächtlich. Wer bist du? Was sie wieder an den Anfang ihrer Unterhaltung zurückbrachte. Alice fühlte sich ein wenig gereizt durch die sehr kurzen Bemerkungen des Raupentiers und sie zog sich hoch und sprach betont ernst: Ich denke, Sie sollten mir zuerst sagen, wer Sie sind. Warum? Das war eine weitere knifflige Frage, und da Alice kein triftiger Grund dafür einfiel und die Raupe sehr übel gelaunt zu sein schien, ging sie einfach weiter. Komm zurück, rief ihr das Raupentier nach. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Das klang vielversprechend. Alice wandte sich um und kam wieder zurück. Bewahr die Fassung, sprach das Raupentier. Ist das alles? Sagte Alice und schluckte so gut es ging ihren Ärger hinunter. Nein. Alice dachte, sie könne ruhig abwarten, da sie weiter nichts zu tun hatte, und die Raupe könne ihr am Ende vielleicht etwas erzählen, was hörenswert war. Einige Minuten lang paffte sie nur vor sich hin, ohne zu sprechen, aber schließlich öffnete die Raupe die Arme, nahm die Wasserpfeife wieder aus dem Mund und sprach. Du glaubst also, dass du verwandelt worden bist, nicht wahr? Ich fürchte, das bin ich, Sir. Ich kann mich nicht mehr so gut an Sachen erinnern wie früher und ich behalte nicht 10 Minuten lang dieselbe Größe. Einige Minuten lang herrschte Schweigen. Die Raupe sprach zuerst wieder. Wie groß möchtest du denn sein? Oh, ich bin da nicht wählerisch. Es ist nur, man mag doch seine Größe nicht so oft ändern, wissen Sie? Das weiß ich nicht. Alice sagte nichts. In ihrem ganzen Leben war ihr noch nie so oft widersprochen worden und sie spürte, dass sie anfing, die Fassung zu verlieren. Bist du jetzt zufrieden? Nun, ich möchte gern ein wenig größer sein, Sir, wenn Sie nichts dagegen hätten. 3 Zoll, das ist eine so jämmerliche Größe. Es ist eine sehr gute Größe, jawohl, sprach das Raupentier ärgerlich und richtete sich dabei auf die hintersten Beine auf. Es war genau 3 Zoll lang.
Aber ich bin nicht daran gewöhnt, verteidigte sich die arme Alice in kläglichem Ton. Und im Stillen dachte sie, wenn doch diese Wesen bloß nicht immer gleich gekränkt wären. Du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen, sprach das Raupentier und schob die Wasserpfeife in den Mund. Dann begann es wieder zu rauchen. Diesmal wartete Alice ruhig ab, bis es ihm wieder einfallen würde zu sprechen. Ein paar Minuten nahm die Raupe die Wasserpfeife aus dem Mund, gähnte ein-, zweimal und schüttelte sich. Dann hangelte sie sich vom Pilz hinunter und kroch ins Gras und bemerkte dabei lediglich: Eine Seite macht dich länger und die andere Seite macht dich kürzer. Eine Seite von was? Die andere Seite von was? Dachte Alice bei sich. Von dem Pilz, sprach das Raupentier, gerade so, als ob Alice laut danach gefragt hätte. Und im nächsten Augenblick war es außer Sicht. Sie hörten Kapitel 5 aus Alice im Wunderland. Ratschläge eines Raupentiers von Lewis Carroll. Es sprach Gerd Zink. Ton und Musik Lukas Goldbach. Eine DT3 Hörspielproduktion. Deutsches Theater Göttingen. Juni 2020.